Ich bin ja schon so eine kleine Naschkatze und am liebsten mag ich Crepe. Aber Crepes sind ganz schwer normalerweise zuzubereiten. Man kennt das ja so auf dem Weihnachtsmarkt, ne, wenn da die Crepe dann zubereitet werden. Aber sie brauchen dieses Jahr gar keinen Weihnachtsmarkt, beziehungsweise der Weihnachtsmarkt kommt zu ihnen nach Hause in Form von unserem Crepe-Maker. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich eine Anti-Haft-Essen. Okay. Denn das ist unsere Heißluftfritteuse, mit der man alles machen kann, was man sich nur wünschen und vorstellen kann. Macht keine Lust. Und dieses Gerät ist richtig intelligent, denn das hat hier was Besonderes. Denn gerade in der heutigen Zeit, ja, also ist es umso wichtiger, dass wenn wir schon jetzt eben viel zu Hause verbringen, dass wir eine gute Luft einatmen. Und das ist immer so einfach gesagt. Man macht sich darüber, wie Ihre Luftqualität zu Hause ist. Und das mit Hilfe einer sehr guten Luftqualität. Zum Beispiel einen echten Kamin haben. Ne? Da kann es ja auch dazu kommen, dass Kohlenmonoxid entsteht. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn Sie einen echten Kamin haben, dass Sie das immer mal überprüfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich zum Beispiel bei mir in meiner Wohnung habe ich noch eine Gastherme. Auch da kann es natürlich dazu kommen, dass Kohlenmonoxid entsteht. Man sieht das ja auch nicht. Ne? Das ist ja was ganz Flüchtiges, was man nicht Akkuzyklonstaubsauger kennt. Das Besondere ist, das ist genial. Und schauen Sie mal, durch diese rotierende, Sie drücken da einfach hier nur auf diese Funktionstaste, der 9 Kilopascal. Ja, Wahnsinn, ja, ja, ja. Da merkt man aber auch mal, dass da Leistung dahinter steckt und das ist auch Qualität. Nehmen wir hier einmal an der Seite an und jetzt ist er startklar. Jetzt schalte ich ihn einfach nur noch einmal an und jetzt gibt es mehr Putzes auch hier um unsere Steckdose. Und das ist eben das Tolle, ne? Also hier dank seiner flachen Bauweise kommt er wirklich überall hin. Ich habe gar keine Bedenken, dass ich jetzt irgendwas umstellen muss, weil wenn wir normalerweise putzen, ist das ja so, dass man dann irgendwie Tische vorziehen muss, Stühle vorziehen muss, damit man überall hinkommt. Das ist hier nicht. Worte habe, kann ich Ihnen nur sagen, meine Scheiben waren noch nie so.